Willkommen in meiner Küche, schön, dass ihr wieder da seid. Was habe ich heute vor? Ich möchte Cappuccino machen. Halbe Menge. Wir benötigen zuerst, das habe ich schon abgewogen, 25 Gramm zartbitter Schokolade. Und wir benötigen 500 Gramm Milch. Jetzt habe ich 510 genommen, mein Gott. Naja, manche wird es mir vergeben. Dann benötigen wir löslichen Kaffee. Da habe ich Kina, Mokka, Aldi. Also, das wird man mir vergeben. Die geben wir jetzt dazu, 5 Stück. 2, 3, 4. Und ich mag das ja gerne, wenn das wirklich stark ist. Jetzt müsste ich noch wissen, wo mein Messbecher ist. Ah! Guck mal, mein Mann hat gedacht, das ist ein Eierhalter. Das ist auch eine Pfeife. Das Ganze wird jetzt 9 Minuten bei 80 Grad auf Stufe 1. Hoffentlich gemixt und fertiggestellt. Oh, guck mal, wie schön. Habe ich wohl eben nicht drauf gedrückt. Es kann nicht verschlossen werden, da seht ihr das auch mal. Also, ja, hat er gehakt. Okay, und nochmal bitte. Jetzt wird erwärmt. Erwärmt, gemixt. Ui. Geht doch. Wir lassen jetzt alles so, wie es ist. Jetzt wird der Wähler auf Stufe 4 gedreht und dann schrittweise erhöht. Ich nehme an, das ist dafür, dass auch ein schöner Schaum oben entsteht. Wir gucken jetzt einfach mal. Sekunden werden außerdem angezeigt. Und jetzt wird er auch schon sofort serviert. Ich mache ihn mir fertig, Bild kommt.